Viele Bereiche des Borussia-Parks sind für normale Fans absolut tabu. Für diese Gruppe wird heute aber eine Ausnahme gemacht. Diese 12 Glücklichen haben bei einem Gewinnspiel von der Deutschen Bahn und der Rheinischen Post eine Stadionführung gewonnen und dürfen außerdem beim Training der VfL-Profis zuschauen und bekommen zum krönenden Abschluss noch die Chance, Patrick Herrmann zu treffen. Los geht's aber erstmal mit dem Blick ins Innere des Stadions. Nach ein paar Daten und Fakten im Pressebereich des Vereins geht es durch enge Gänge in einen sehr speziellen Bereich des Stadions. Hier möchte normalerweise niemand freiwillig rein, denn hier sind Zellen und Vernehmungsräume untergebracht. Also am Bökelberg hatten wir das nicht fest installiert. Da ist dann ein Mannschaftswagen der Polizei vorgefahren und wenn der dann voll war, dann ist er zum Gericht, dann sind die in ein normales Gefängnis gekommen und dann ist er da wieder hin. Und dann kommt der Moment, auf den hier wohl alle gewartet haben. Durch diesen Gang schreiten sonst Spieler und Trainer. Jetzt dürfen die Fans es ihnen gleich tun. Das kann man eigentlich nicht so beschreiben. Also es ist schon mega cool auf jeden Fall. Also dass hier sozusagen deine Idole durchlaufen, ist schon ein komisches Gefühl. Also, aber auf jeden Fall ein positives, sehr positiv. Also. Der heilige Rasen darf zwar nicht betreten werden, dafür aber die Trainerbank auf Bequemlichkeit getestet werden. Und wie fühlt es sich an? Das ist ein geiles Gefühl. Das ist ein echt geiles Gefühl. Unbeschreiblich, also doch, toll. Klasse. Super unbequem. Aber trotzdem super, mal hier gesessen zu haben. Dann muss es plötzlich ganz schnell gehen. Borussen-Coach Lucien Favre hat die Nachmittagseinheit auf dem Trainingsplatz ordentlich vorgezogen. Und die ist auch Teil des Programms der Gewinner und ihren Begleitungen. Wir fanden es schon cool. Wir haben uns das ein bisschen kleiner vorgestellt, als wir das gewonnen haben. Nicht ganz so pompös. Ja, und nicht ganz so viele Kameras. Aber es ist bisher schon ganz in Ordnung. Nach dem Training fängt das Gerangel um Fotos und Autogramme von den VfL-Profis an. Auch Patrick Herrmann nimmt sich kurz Zeit, muss sich aber beeilen, denn gleich wird er beim Fantreffen von den Gewinnern erwartet. Und da ist er wieder und die Fragerunde ist eröffnet. Bei der ersten Frage geht es um den riesigen Fansupport in Rom. Ja, klar hat man es mitbekommen. Also waren, glaube ich, mehr Gladbach-Fans als Rom-Fans bei dem Spiel gewesen. Und ja, also das war auch noch ein persönliches Highlight, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also ich glaube, das erlebt man ja fast nie in der Karriere, dass man so ein Auswärtsspiel hat, wo so viele Gladbacher dabei sind. Und ja, dass man da nicht weiterkommt und trotzdem nach so einer Niederlage noch gefeiert wird, das gibt es, glaube ich, nur hier. Insgesamt ein mehr als gelungener Tag und sicher ein einmaliges Erlebnis für die Fans.